wieder das Safety Car draußen. Ein weiterer Aston Martin hier, der da hier mächtig eingeschlagen ist. Fahrer allerdings schon aussteigen. Ja, bringt sich da hinter der Leitplanke in Sicherheit, ist natürlich ein bisschen geschockt, nehme ich mal an, aber das Fahrzeug mitten auf der Strecke, es sind zwei gelbe Flaggen geschwenkt im Bereich, der müsste die erste Schikane auf der Unadier sein. Ja, und das Safety Car kommt raus, logischerweise. Ist die erste Schikane. Ist die erste Schikane, Rennleiter Eduardo Freitas hat das bekannt gegeben, hier erste Schikane. Mächtiger Unfall hier. Und Aston Martin, die sind an diesem Wochenende wirklich gebeutelt. Gott sei Dank in diesem Fall der Fahrer unverletzt. Ich habe nicht gesehen, welche Startnummer das ist. War auch nicht zu erkennen aus dieser Perspektive. Rennleitung gibt uns da momentan auch keine Informationen darüber. Lediglich, dass es wirklich die erste Schikane auf der Unadier ist. Tja, die Mechaniker und Fahrer klatschen sich da ab. Also es ist... Der Fahrer zum Glück sicher aus dem Auto, steht hinter der Leitplanke. Trotzdem wird er jetzt ins Medical Center kommen und ja, wir sehen, wie es dazu kam. Sehr rutschige Strecke hier. Boah, merkwürdig, wie er da abbiegt und frontal in die Leitplanke einschlägt. Also ein mächtiger Unfall, da ist man voll auf dem Gas. Das war an diesem Punkt. Mark Jovicki. Oh, das war der führende Aston Martin sogar. Ja, der hat jetzt seine Führung verloren an Mark Lieb. Peter Dumbrack im Schwester Aston mit der 97 dahinter. Dem kann man nicht vorbereiten.